So, neuer Part, neues Glück. Smirnoff und Idan sind immer noch hier. Jo. Ja. Bin auch hier. Idan, da machen wir mal. Ja, wir wollen jetzt häckseln, wollen wir, ne? Richtig, häckseln. Und deswegen habe ich hier den Überladewagen dabei. Genau. So, ich wäre soweit. Schönstes. Wir können die ganze Zeit weiterfahren und dann kann der liebe Daniel vorbeifahren und den Überladewagen somit abtanken. Ja, so mit wissen, ach so stimmt, gesehen, den wir beide abtanken. Nie anhalten. Das wäre gut, ja. Wenn Daniel das hinkriegt, wäre es ideal. Du musst nur noch die Ballen wegbringen, die restlichen. Ja, hm? Hast noch Zeit. Ist doch mal ungefähr noch eine halbe Ladeding geworden. Ja. Also ich bin bei 30% jetzt. Also aus ganzer Welt kriegst du ungefähr 2-3 Viertel Ladung voll. Ja, so gar nicht so verkehrt nachher für die Viehzucht. Keine Ahnung, wie lange das reicht. Was denn? Also wenn wir uns eine Kuh nur holen, dann reicht das lange. Was denn? Was meint ihr? Wie viel Heu. Mit den Beinen und Heu? Heu oder Stroh? Wir haben jetzt sowohl als auch. Also Heu wird vielleicht reicht, Stroh auf jeden Fall nicht. Da werden wir schon einiges brauchen. Dann müssen wir nochmal ein Feld machen. Du bist gleich voll, gell? Ja, 70%. Vielleicht schafft es mir noch, ja noch. Mach mal deinen Arm raus. Warte. Ja, hab ich raus. Ach, da hinten kommt er, ne? Ja, komm ich gerade. Ich hab gerade einen Helfer eingestellt. Ach, okay. Wie viel hast du noch? 88. Jetzt so langsam. Ja, lass ich erstmal das Ladeding für den Ballen hier unten stehen bei den Kühen, ne? Ja, kannst du eigentlich erstmal. Also, einen Trecker kannst du ja dran lassen. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Dort, wo die im Wald gestern gepflanzt haben. Wo war denn das an der 16, oder? Du Radi! Warte, ja, das ist Feld Nummer 15. 15, 16. Ich laufe gerade an euch gleich vorbei. Da kannst du dann gleich in den Wagen rein und abfahren. Das grüne Ding da? Mhm. Den Bergmann. Aber nicht losfahren. So. Mach ich damit eigentlich nur daneben herfahren, ne? Ja, ihr könnt beide die Taste 4 gleich drücken. Ich drücke jetzt schon mal. Warte mal. Fahr mal vor, Nieder. Ich sag Daniel, da Daniel. Einfacher. So. Warte mal. Stopp. Stopp. Ja, da ist ein bisschen stehen geblieben von allein. Ah, 20% hab ich noch drin. Fertig und los. Gut, der macht. Er ist ein Bergmann rein, auch okay. Blitzt mich gleich direkt. Ja. Von mir aus. Ja, Flo, du bist leider überflüssig. Ja. Tut uns leid, aber du hast es nicht in den Recall geschafft. Ida, fahr mal ein bisschen Verdammt. Mehr links. Flo, fähr auch mal ein bisschen mehr links. Was? Fahrt mal beide links. Ein bisschen links. Jetzt haben wir noch beladen. Jetzt. Genau, jetzt mache ich nämlich nur noch einen Flo. Immer so eine Traktorbreite dazwischen freilassen, Flo. Ja, das ist das Problem, gerade die Reifen. Mhm. Na, fahr doch jetzt mal so schnell wie das Ding neben dir. Vier. Fahrstufe. Ja, macht er aber auch nie. Jetzt, wenn ich vier drücke, bleibt er fast stehen. Jetzt bin ich zu langsam. So. Ja, wer war ich zuerst im Baum aus? Du oder ich? Ich glaube, wie voll bist du denn jetzt? 92%. Dann kannst du eigentlich schon mal zum. Ja, zu der Kuh weiterfahren und da abkippen ins Silo. Hinten in das Silo aus, da. Das ist dieses Bunkersilo. Was? Vom Flo fährt auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Ich bin so ein Ziel gefahren. Da kannst du natürlich auch machen. Ja, wo ich jetzt hier bin?
Ja, da ist Bunkersilo, wo du durchfahren kannst. Ach, wo ich durchfahren kann. Ach, das andere ist das andere ist für ein Mist. Die zwei Wände hier, ist das Silo oder was? Ja. Ja, da darfst nur nicht drin stehen bleiben, du musst halt schon durchfahren. Aber langsam durchfahren. Also darf nicht nur auf einer Stelle kippen. Ups. Ich bin noch gar nicht fertig. Ah, jetzt kann ich kippen. Also ich muss dabei fahren und kippen. Ja. Ja. Also nicht alles auf einer Stelle schön gleismäßig machen, weil sonst kommst du später nicht mehr hoch. Wenn es zu steil ist. Ah, ich hänge fest, jetzt geht's. Ja, Silage. Und die lassen wir ein bisschen gären, die Silage. Genau. Und dann wird es zu. Naja. Das Häckselgut lassen wir gären, dann wird es zur Silage. So rum, ja. Siehst du? Das macht schon wieder die späte Uhrzeit hier. Ah, jetzt bin ich im Haus hängen geblieben. Ja, manche Leute bleiben auf ihrem Leben hängen, andere bleiben im Haus hängen. So. Ja. Komm mal klar mit deinem Leben. Was macht ihr so? Ich hänge hier nur so ab. Ja, aber schön reifer Mais hier. Sehr gut. Ja. Bald sind wir eigentlich wieder. 70%. Hm? Ah, okay. Ich lasse mich mal ein kleines Stück zurückfallen. Ja. Ah, wobei, ich muss noch weiter zurück. Ach. Oh, das visiert mich automatisch an. Naja. Ja, ist kein Problem, dann lade ich hier ab und dann laden wir beide ab bei dir. Und nicht gegen mich fahren. Ja, das versuche ich gerade zu verhindern. Einfach die Taste 4 drücken. Ja, jedes Mal bleibt er erst kurzzeitig stehen, dann entlade ich ihn nicht mehr. Ja, er passt sich dann deiner Geschwindigkeit einfach an. Du passt dich meiner Geschwindigkeit an und er passt sich an dir an. Ja. Das krieg ich hin. So, jetzt bin ich gleich leer. Gut, dann tust du einfach du Gas geben, nur andere bleibt stehen. Ich bin eh wieder fast voll. Dann kannst du wieder fast zum Silo hinten hinfahren jetzt. Fahr ich doch mal fast schnell hin. Ja. Passt da ganz gut vom Timing her immer. Das ist jetzt dieses Silo-Gut, oder? Mhm. Das ist jetzt das Häckselgut, ist das. Und das Häckselgut verarbeiten wir dann mit Heu und Stroh. Ist jetzt nicht wahr, oder? Was? Zwischendrin ist Zuckerrüben gepflanzt. Das ist doch nicht schlecht. Du hast da hinten Zuckerrüben gepflanzt. Wo habe ich Zuckerrüben gepflanzt? Das siehst du dann gleich. Warte, ich habe meinen Helfer eingeschaltet. Oh mein Gott. Das warst du aber. Kann man doch trotzdem verfüttern. Das kriegt ja gar nicht abgeerntet, oder? Nee. Aber ist nicht schlimm. Nee, grubbern wir einfach um. Ja. So, jetzt probieren wir mal. Komm ich da noch hoch? Ja, der Helfer rammt mich gleich. Ja. Fahr. Jetzt endlich auskippen. Fange ich nämlich schon mal hinten an, das Feld zu mähen. Das Gras meinst du, ne? Ja. Gibt es eigentlich noch mehr Stämme, wo man das verdichten kann, oder ist das die einzige? Das ist jetzt für die Kühe das einzigste. Es geht bei der BGA noch was. Deswegen machen wir jetzt erstmal alles, was wir können, bei den Kühen rein. Und sobald das voll ist, kommt das Rest bei der BGA rein. Ja, weil das so viel aussieht und trotzdem nur 30% sein sollen. Ja, aber das verdichten wir nachher nochmal. Da müssen wir mit dem Träger rüberfahren. Dann. Wir haben ja kein Silageschild hier. So, mal gucken, was. Ich bin gleich wieder voll. Ich bin schon langsam auf dem Weg. Ich muss nur nebenbei deinen Channel mal jemanden weiterreichen. Achso. Da fährt er wieder übers Feld. Kannst du ihm aber dazu sagen, dass die neuen Videos von der Qualität hier noch viel besser sind? Ich muss erstmal den Channel gerade finden. Den ganzen Channel-Listen hier. Wie gesagt, ich hab's nicht so mit Namen. Ja, es heißt jetzt der Channel, ich hab den jetzt schon mal umbenannt in Let's Multiplay. Ja, der steht aber trotzdem bei mir mit Spieldiagnose noch da. Achso, ja, dann
Wimmt das. Du fährst gerade durchs Feld rein. Was? Du fährst gerade durchs Feld durch. Ach, so schnell ist der. Ich habe doch nur extra die 2 nur eingeschaltet. Stehst du mitten im Feld? Ich stehe voll neben mir. Nein, du visierst mich nicht schon wieder an. Das ist der Helfer diesmal. Der belebt mich trotzdem. Ja, mach trotzdem, ist egal. Fahr vor. Ja, ich muss nur nahe genug an dich rankommen gerade. Nee, ich pass mich dir an. Ich fahr bei dir ran, das ist kein Problem. So geht's ja auch. Ich bin ja mal gespannt, ob im neuen Teil auch Felder zerstört werden, wenn du drüber fährst. Oh ja, das wäre sehr interessant. Hat mich ja sowieso gewundert, da gibt es ein, zwei Traktoren, wo extra da steht, bis schon Bereifung und sonst was. Und macht keinen Unterschied eigentlich. Ja, schon Bereifung ist wie gesagt halt für den Erdboden, aber nicht für die Felsen. Ja, aber das merkst du ja im Spiel ja nicht. Noch nicht. Sag ja, das hast du bis jetzt nicht gemerkt irgendwie. Nee. Könnt im neuen Teil mal gucken. Du bist wieder fast voll, ne? Ich denke mal, das hat spätestens im 2017er Teil was zu tun, wenn man da versickern kann, wenn man da sich auch eintragen kann. Ja, stimmt. Die Technik dafür gibt's ja schon. Ich probiere jetzt mal von der anderen Seite reinzufahren, vielleicht komme ich noch ein bisschen besser da durch. Ja. Gibt's das schon als Motti-Technik? Nee, es gibt ein Spiel, das heißt Spinners oder sowas. Ach, ja, hab ich schon mal, ja. Und da kannst du ja durch den Matsch richtig durchfräsen. Ja. Und wenn man sowas beim Landwirtschaftssimulator mit einfügt, nur nicht so extrem. Dann das ist bei, den bei diesem Spinner-Ding da noch nicht. Ja. Hätte ich mir auch mal überlegt, mir zu holen, aber. Ja. Lohnt sich nicht, meiner Meinung nach. Nee, finde ich auch nicht. Ist ja im Prinzip nur ein bisschen Darstellung, wie sowas funktionieren kann. Ja. Aber finde ich trotzdem von der Idee her, finde ich es grundsätzlich gut. Ist es auch. Das ist richtig eine gute Idee. Wie gesagt, das müssen die einfach noch einfügen. Ja. Man sich, wenn man während des Regen Gruppe hat, ja, dass dann der Traktor extrem schnell dreckig wird und auch, dass man sich leicht in den Schlamm einfräsen kann. Oder wenn du, nachdem es geregnet hast, sofort dreschen gehst, dass es erstens das Korn nicht gut fürs Korn ist und zweitens, dass der Mähdrescher sich ins Feld eingraben kann. Ja. Das ist ja richtig genial. Das stimmt. So. Also in den Videos, die bis jetzt hochgeladen sind, war ich noch nicht dabei. Nee, die anderen laden. Da steht doch noch Mensch in den Winkel da und da war ich überhaupt noch nicht dabei. Nee, das stimmt. Die neuen kommen jetzt aber. Muss er abonnieren. Da nie wieder ein, dass ich bei den Let's Plays mache. Ich sag's nie wieder so oft, wie ich jetzt angeschrieben werde. Das ist gut, das ist gute Werbung. Gute Werbung, ja. Soll ich weiterfahren, Hidan? Ja, ich habe auf 4 gedrückt, da bleibt er aber erstmal kurzzeitig immer stehen. Das stimmt, ja. Ja, wenn du vorher Stufe 3 gefahren bist oder 2, die sind schneller als Stufe 4. Ich bin gar nichts gefahren, ich bin mein Tempo gefahren und das ist noch schneller als 3. Ja. Ja, du, 3 ist Vollgas. Und deswegen, bei Stufe 4 bremst du kurz ab, weil er den runter muss, von der Geschwindigkeit her. So dämlich von der Seite aus, wenn ich jetzt hinter der Erntemaschine herfahre. Der Strahl erreicht noch nicht mal eigentlich den Lader. Eigentlich nicht, ne. Du kannst weiterfahren. Ja. Gucken, was er da so geschrieben hat. Du kannst natürlich auch gerne alle grüßen, ne? So Mama, Papa, Oma, Opa und so. Ja. Ziehen wir vom Lohn ab. Ach, gucken sowas eh nicht. Weiß ich jetzt schon. Laut meiner Familie ist es immer noch eine Sucht, was ich habe. Ja, jeder hat so seine Sucht. Und wenn ich meine Steam-Bibliothek angucke, dann glaube ich das auch so. Hey, es wird schon was heißen, wenn beim letzten Summer Sale ich da vor dem Shop saß und geguckt habe, hab ich.
Ja, jetzt kommt auch Weihnachten, kommt auch wieder ein Sale, oder nicht? Hab ich. Über Weihnachten ist er auch immer noch, ne? Stimmt, ich denke mal, über Halloween wird auch wieder was sein. Ach, stimmt, ja. Keine Ahnung, ich habe keine Kohle. Ich muss erstmal noch die 100 Euro Paypal-Schulden bezahlen. Wie viel? 100 Euro Paypal-Gebühren habe ich noch zu zahlen. Kann man bei Paypal Schulden machen? Ja, indem wir uns einfach per Lastschriftverfahren machen. Tja, ja. Wir sammeln Spenden für dich, Smirnoff. Juhu! Ich kann mir wieder Games kaufen. Also das Problem wird langsam nicht, dass ich auf diesen riesigen Haufen drauffahren muss. Das Problem wird, mit den Anhänger wieder runterzukommen und dass er festhängen bleibt. Ja, deswegen musst du es gut verteilen. Ach, du musst nur mit genug Schwung drauf, sondern dann stehst du erstmal auf der Spitze, so wie der König der Löwen. Das Runterkommen ist nur das Schwere. Ja, das stimmt. Das Ding ist jetzt auch schon über der Hälfte Feuer. Das ist super. Ich sag nur, das Feld, also... Ja, der Rest kommt in die Biogasanlage. Ja, das Feld ist noch nicht so weit. Das ist echt noch ein ganzes Stück Arbeit, ey. So, mein Überladewagen ist auch schon wieder voll. Bin schon da fast, siehst mich ja schon, oder? Ja. Muss nur, wenn... Ich frage mich auch, warum ich mit dem Überladewagen das Ganze mache. Eigentlich hätte ich mir so einen zweiten Bergmann kaufen können. Ach, du musst so einen riesigen Krempelaster holen und dann zwei hintereinander hängen. Kannst du natürlich auch mal an so einen großen Bergmann nochmal holen, aber... Ist halt das Schöne dabei. Ich mag den Überladewagen, vor allen Dingen passt da so viel rein. Das stimmt. Passt denn da rein überhaupt? 34.000. Na gut, in den großen Krempel-LKW passt ja auch so viel rein, wenn du natürlich oben reinladen kannst. Ich würde gerne mal sehen, dass ein LKW auf so einen Häckselberg drauf fährt. Da siehst du aber nur einmal hochfahren, dann siehst du ihn runterrollen. Da freut er sich, dann macht er da so eine Rolle. Ja. Ach, du guckst wohl gerade den Haufen an, den ich da gesetzt habe? Nö, aber ich kann mir denken, wie hoch der schon ist. Ach, der ist doch noch nicht hoch. Der ist ein Wachstum. Ich bin mit dem Gras beschäftigt. Nein, lass uns mal kurz tauschen, die Anhänger gleich, bitte. Ich möchte einmal eine Fahrt hinten zur Anlage auch nochmal filmen. Auch nochmal drauf haben. Okay. Ich spring mal kurz raus. Ich lass ihn fahr mal. Am besten von hinten drauf, also von links nach rechts, von mir aus gesehen. Ja, mache ich. Warte, ich lass ihn nachher mal voll machen hier. Oh. Hat's schon genug? Bist voll genug? Ja, hast recht. Letzte Lokalrunde. Für die letzte Runde Sperrstunde. Ja, Sperrstunde gibt's hier in Hamburg nicht. Und du musst aber auf den Haufen, wenn du drauf zufährst, Vollgas geben, sonst kommst du da nicht mehr hoch. Ja, sag das nicht, wo ich letztes Mal oben Urlaub bei euch gemacht habe. Da wollte ich nach 22 Uhr noch irgendwie Alkohol holen. Gab's da nichts mehr. Was? Nee. Warte, wo war das nochmal? Irgendwo oben bei euch da in der Nähe. Ja, irgendwo oben ist gut. In Hamburg hättest du bestimmt überall Alkohol bekommen. War in der Nähe von Kiel war ich. Oh Gott, ja dann. Ja, dann wundert mich nichts mehr. Da ist nämlich irgendwie doch jetzt so, dass da man ab 22 Uhr dürfen die keinen Tankstellen kein Alkohol mehr ausgeben. Echt? Mhm. Das ist sowas bisschen bescheuert. Oh, der Berg ist echt ein bisschen hoch hier. Und da springt er. Wie hast du das denn gesehen? Ich sehe das von hier aus, wie du da lang fährst. Ich bin gerade über den Berg drüber. Ach so. Aber solange du drauf kommst, du verdichtest vor allem gleich das Zeug dabei beim Draufdonnern. Das stimmt. So. Der schöne Sinageberg. Also er ist 24% erst verdichtet. Ja, und die Füllmenge müsste jetzt irgendwo bei 60-70% sein, glaube ich. 73. 73 hat er jetzt. Ja, komm langsam mal her, ich bin schon bei 75% jetzt. Ich komme. Ich komme schon angerast hier. Ach, da vorne stehst du schon. Warte, ich lasse euch erstmal wieder rumfahren hier. Beziehungsweise, warte mal, ich... Ja, fahr einfach auf mich zu, dann kannst du schon mal schnell entladen. Ja, warte. Achso, der bleibt dann automatisch sogar stehen, der Helfer. Ja,
Sorry. Das war ein bisschen eng. Bisschen sehr eng, ja. Du kannst einfach hinter mir fahren, rein. Ja, ich versuche gerade zu wenden auf stylische Art und Weise. Man sieht's, ja. Hey, ich bin dadurch rückwärts gefahren, obwohl das Ding einzuknickt ist, ja. Ja, sauber gelöst. So. Wir sind ja vorne, das pustet dir Staub rein und ich gieße dir irgendwas rein. Ja, du machst das Wasser und der macht den Staub oder so, keine Ahnung. Sandbombe Kleckerborgen. Habt ihr eigentlich bei der Ice Bucket Challenge vom Bauer das mal gesehen? Von was? Vom Bauer? Ja, der hat bei einer Ice Bucket Challenge mitgemacht, der eine Landwirt. Der eingekackt hat? Nee, der hat statt einen Eimer mit Eiswürfel, hat er so einen Ladewagen voller Wasser gemacht. So einen Überladewagen. Und hat das Ding dann angestellt. Ja, leck mich am Arsch, ey, das sah so geil aus. Ja, das war da ist ja letztens immer gestorben bei der Ice Bucket Challenge, ja? Ja. Das war irgendein Trainer von irgendeinem Team, der hat das auch gemacht und durch die Kälte ist irgendwie im Nacken irgendein Äderchen geplatzt und der ist dadurch irgendwie gestorben, ne? Krass. Keine Ahnung. Na gut. Ja, wenn du mit dem mal so eiskaltes Zeug in den Nacken kriegst, kann passieren. Ja. Man sollte schon körperlich fit dazu sein. Das stimmt. Man sollte vor allen Dingen wissen, auch was das bedeutet. Die ja, Ice Bucket Challenge. Die ist ja eh schon wieder vorbei jetzt. Naja. Ich hab mir sowieso nur davon die Fail-Video angeguckt. Gibt's ja genug. Wo ja. Einer so einen kleinen Lader voller Wasser hat, will die Schaufel ausladen und donnert den ersten Typ den voll auf den Kopf. So, ich bin voll. Ja, gab's schon ein paar ganz lustige. Wir hätten es ja beim Landwirtschaftssimulator mal nachmachen können. Oder einer Feldspritze oder so. Mit dem Gülletank. Mit Gülle, noch besser, noch besser. Nein, wir hätten uns schnell den Feuerwehrsimulator geholt und hätten uns dann an diesen Schlauch abgespritzt. Stimmt. Aber mit einem weißen T-Shirt. Mindestens, ja. Natürlich. Aber im Vibe. Aber ich wette mit euch, es gibt bestimmt schon eine Ice Bucket Challenge Simulator. Gut vorstellen. Ey, ja. Es gibt einen Staubsauger-Simulator, es gibt einen Pinkel-Simulator, es wird sowas auch geben. Es gibt einen Staubsauger-Simulator? Du kennst doch diese Roboter, diese runden Dinger, die auf dem Boden staubsaugen. Das als Simulator gibt's. Es gibt sogar einen Putz-Simulator. Echt? Wo du Leichenteile wegräumen musst und verbrennen musst. Und ey, das Spiel ist richtig geil. Die Welt kommt. Winsome Cleanup. Das spiele ich auch öfters mal. Das macht richtig gut Laune. Oh ja. Du musst dir vorstellen, ja, Aliens sind ausgebrochen, ganze Welt vernichtet halb, ja. Mhm. Ein Held hat die ganzen Aliens dann vernichtet und du bist der Typ, der danach aufräumt. Also super. Quasi, du schmeißt Löcher von Einschüssen weg, du wischst das Blut von Aliens, Menschen weg, räumst Körperteile von sagten Menschen weg. Das finde ich aber ganz lustig. Ja, gibt's auch noch ein Level, da ist alles schwerelos. Ich glaube, den muss ich mal antesten, ne? Aber das sind wenigstens alle Simulatoren. Ich meine, dieser Goat-Simulator, der scheiß Ziegen-Simulator, das ist ja kein Simulator. Nee. Das ist doch realistisch, was hast du denn? Hast du noch nie einen Zieg draußen in der freien Wildnis getroffen, die auf dem Trampolin 30 Meter in die Luft hüpft mit Raketenrucksack? Also ich bitte dich. Ja, aber ich meine, da müsste eigentlich die Spielindustrie sagen, Alter, der darfst du den Simulator nennen. Ja, aber das ist halt am 1. April rausgekommen, das sagt doch schon alles, das Datum. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist so bewusst so bescheuert gemacht worden, das Spiel. Ja. Es ist bewusst voller Bugs. Aber es hat sich verkauft wie warmer Ziegenkot, ne? Ich hab zum Glück nicht gekauft. Ich auch nicht. Wo ist denn hier der Lader? Ja, ich komme. Bin voll. Ich komme. Sagt das Tracks Gang kommt bei mir nicht in die Bibliothek. 3 Stunden, dass ich scheiß Dota 2 drin habe. Das ist schon schlimm genug. Dota 2, was war das denn nochmal? Ach, das ist so wie LOL. Nur LOL kam nach Dota 2 halt. Ah, okay. Was? Dota 2 kam vor LOL? Nein, nicht Dota 2, sondern Dota 1. Ja, Dota 1 war aber auch nur ein Mod, glaube ich. Ja. Von irgendeinem Spiel. Es stammt ja alles von Warcraft 3, stammt ja alles ab. Das ist ja das Urspiel Warcraft 3.
Von dort aus haben sich dann so gewisse Lager gebildet, kann man so schön sagen. Aber hast du denn mal die Liste durchgelesen auf der LOL-Seite, warum man LOL spielen sollte und nicht Dota 2? Weil es besser ist. Nee, der letzte Punkt ist der beste gewesen. LOL hat Büsche. Ja, gut. Ich habe Dota mal eine Stunde lang gespielt, da kann man eigentlich nicht viel über ein Spiel sagen, aber ich sag's trotzdem, es ist Dreck. So, jetzt hasst mich alle. Das Einzige, was ich bei Dota 2 jemals gemacht habe, ich habe es nicht mal gespielt, ich habe mir nur dieses Video angeguckt, mal über die Weltmeisterschaft, die es bei Steam da angucken konntest. Da gab es eine Weltmeisterschaft? Hey. Ja, die haben doch auch sowas und die haben natürlich höheres Preisgeld, damit die Leute endlich das Spiel anfangen zu spielen. Ey, es gibt, wie gesagt, es gibt LOL-Anhänger, Dota-Anhänger und Smite-Anhänger, Warcraft-Anhänger. Und die dritte Fraktion Rentner, die nichts mit Computern anfangen können. Naja, sagt das nett, ist, die Spieleindustrie tut immer mehr auf Rentnerspiele hinarbeiten. Also die gezielte Gruppe ist Rentner momentan. Nicht ich gebe dir Morsekurs, mit dem ich dich belade. Ja, ich merke anders. Ach, ich bin auch schon voll jetzt gerade, 100%, ja. Genauso wie auch diese DLCs und Extra-Sachen dazu kaufen. Darauf wird auch gerade viel hingearbeitet. Weil ja, das verkauft sich gut. Siehe Train Simulator, ne? Ja, Train Simulator mit 2.300 € DLCs kosten. What? Ach, 2.300, ich dachte, es wäre nur 1.200, aber... Total steigend. Stimmt, da kommen immer mehr dazu, ne? Ja. Stimmt, da kostet mal eine Lok ja auch mal eben 40 € oder so. Ja, dazu kriegst du ja noch eine Strecke, wo die Lok dann fahren kann. Ach ja, das habe ich hier ganz vergessen. Aber da gab es einen Halloween-Mod mal dafür, also DLC, da konntest du dann irgendwie Zombies mit den Zügen überfahren oder so. Ja, ist ja wenigstens sinnvoll. Keine Ahnung, aber ich finde es einfach nur scheiße, sowas. Train Simulator, ja, finde ich auch scheiße. Nee, nicht für Train Simulator, das ist... Ich habe noch nie gespielt, aber ich denke mal, das ist auch okay. Ich finde es einfach nur scheiße mit diesen DLCs, dass sie so unglaublich teuer sind. Ja. Für eine lachhafte Erweiterung, das ist eigentlich eine Frechheit, ist sowas. Da müsst ihr echt... Eigentlich so. Müssten da die Spieler sagen, spielt euren Scheiß selber. Silo ist voll jetzt. Der Rest dann zur BGA fahren. Ja, die ist, warte mal, wo ist die denn jetzt nochmal gewesen? Ein Stück hoch, ne, hinten bei Feld 19 oder so, ne? Da unten, du musst einfach nur geradeaus runterfahren. Ja, kann jemand mal kurz hier für mich übernehmen? Ja. Müsst mal ganz kurz um mich AFK gehen, deswegen. Ja, ich komm eben. Ich möchte meine Mittagspause in dem Spiel einlegen. Ja, die ist schon längst vorbei. Guck mal, wie viel Uhr ist es? 15.27 Uhr. Dann ist es halt der 3-Uhr-Tee, den ich verspätet einnehme. Ja, ist in Ordnung. Bis gleich. So, ich bin ausgestiegen. Kannst dann einsteigen. Danke. Bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. So, ja, dann machen wir den Part jetzt hier auch. Wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde jetzt. Das war's dann wieder mit dem Part hier. Genau. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part und im nächsten Part machen wir dann weiteren Unsinn oder so. Ja. Weiß Pinky und the Brain sind wir dabei. Das auch, ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Aber was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, also ich würde mal sagen, wir tun noch ein bisschen wenden, wir werden, also vom Gras wenden, werden schwaden, dann noch ein bisschen Gras pressen. Ja. Und das eine Feld noch abwenden und dann werden wir so langsam mal mit den Kühen anfangen. Das klingt gut. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.